Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem WoW Let's Play hier auf der Allianzseite mit Rivarana. Wir waren ja das letzte Mal hier bei dem guten Zwerg da oben und der wollte ja von uns, dass wir seine Leute am Kopf befestigen, damit er sie wieder hochziehen kann, die hier alle draufgegangen sind. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich makaber, weil das ist ja, ich meine, Das auch wenn ist es eine zu weit Leiche ist, weg. aber ja, trotzdem die armen Leute irgendwie. Also die schwimmen da mehr oder weniger. Ja, und dann sollten wir natürlich noch, warte mal, eine Kelle Silitidenschleim. Genau, irgendein, ja, offenbar Silitidenschleim besorgen für seine neue Eiskreation. Und allein, wenn ich schon wieder dran denke, wird mir ehrlich gesagt schon wieder schlecht. Und ich muss sagen, gestern war ja die Eröffnung von, also mein Kay, gestern, haha, wenn ihr das hier seht, ist das schon wieder ein paar Wochen her. Ja, heute ist bei mir der 28. August, demnach war gestern die Veröffentlichung von WoW Classic und ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht gespielt, weil ich auch einfach keine Zeit hatte, weil wir gerade eine Voliere bauen und da immer wieder glauben, ja, jetzt sind wir dann bald fertig und jetzt braucht man nicht mehr so viel und dann kommt doch wieder was dazwischen und wir haben schon wieder eine halbe Nachtschicht mit eingelegt beim Bauen und ja. Aber es neigt sich dem Ende. Demnach hatte ich aber auch keine Ich Zeit, bin dass ich in außer WoW Reichweite. mal kurz, ich hatte schon am Vormittag hatte ich kurz Zeit, dass ich mal reingucke. Da ich aber hier und da ein paar Add-ons drin habe, habe ich eher die Add-ons eingestellt und halt gesehen, dass in dem Fall das Allianz-Menschenstaatgebiet total überfüllt war. Eine Bekannte von mir hat mir dann was verlinkt von, ich glaube, giga.de. Level Up, nice. Ich muss näher Dass ran. die Leute von in der Früh weg schon in Warteschlangen drin standen, oder einige halt zumindest, weil halt eben die Server überfüllt waren. Jetzt sehe ich auch die englischen Server, die haben ja massig, die haben ja, glaube ich, keine Ahnung, gefühlt 15 Server mittlerweile. Die deutschen Server sind auch schon einige mehr geworden, vor allem PvP-Server habe ich gesehen. Wir haben jetzt noch einen dritten PvE-Server und einige PvP-Server dazu bekommen, aber wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben wir wieder keinen RP-Server bekommen. Das ist zu weit weg. Ja, aber auf alle Fälle mehr als vier haben wir schon. Achso, warte mal, Silithiden, bin ich fertig? Oh, habe ich gesehen auf der Minimap. Es haben auch die französischen und russischen Server mittlerweile nicht mehr nur zwei Server, sondern auch jeweils vier Server. Das habe ich auch gesehen. Und ja, sie hat mir einen Post geschickt von, ich glaube halt giga.de oder was, oder wie das heißt, oder Giganet, oder keine Ahnung, wie die Seite heißt, habe ich jetzt vergessen. Auf der sie geschrieben haben, ja, die Leute haben nicht nur beim Einloggen generell also Ich standen sie in brauche der ein Warteschlange, Ziel. sondern auch sogar beim Questen, dass sie sich brav in einer Reihe aufgereiht haben, damit sie nacheinander den gleichen Mob töten können. Was ich mich jetzt gerade nur frage, ist, ob sie wenigstens so intelligent waren, falls es möglich war. Also intelligent, ob sie wenigstens so viel waren, dass es nicht ganz so lange dauert, dass sie Gruppen gebildet haben und halt immer fünf Leute auf einmal den Mob getötet haben. Allerdings weiß ich nicht, ob das möglich war. Da keine Ahnung. Keine Ahnung. Braucht ihr Aber Hilfe? ja, gut. Du, nee, ich brauche keine Hilfe. Alle wollen Eiscreme und finden den Tod. Genau, vielen Dank, Rivana. Sie haben dir ihr Leben für Eiscreme gelassen. Das ist sowas von super, dass sie ihr Leben für Eiscreme gegeben. Ach, du grüne Neuner. Ich glaube, ich sollte hier mal ausmisten. Oh, die Schuhe sind besser. Stell mal durchgucken. Entschuldigung. Ja. Die Streamer haben auch jede Menge Viewer dabei, also Zuschauer gehabt. Einige haben ja sogar Rekorde geschlagen. So, wenn wir die Quest machen wir noch. Der beste Geschmack der Welt. Habt ihr genug Glibber für die erste Ladung Eiscreme?
Ja, oh ja, das wird mit Sicherheit der beste Eiscreme-Geschmack auf der Welt. Foror und Tigulo können einpacken. Will ich wissen, welche Geschmacksrichtungen das sind? Nee, egal. So, jetzt wird gleich der Elefant hier mal. Upp. Hallo? Okay, der Elefant steht nicht Gar hier nicht zu oben. Diensten sein? Nee, du kannst jetzt momentan nicht zu Dienste sein. Ich möchte erstmal hier ein paar Sachen verkaufen, weil das ist ja. Ja, das ist halt ein Nachteil, wenn man nie drauf achtet, gell? Aber das kann ich jetzt auch weggeben. Ist ja scheißegal. Ich habe es eh nie verwendet. So. Ups. Okay. Welch Freude, euch zu sehen! Die Rohre einfrieren. Es ist an der Zeit, dass wir die Schreiß. Was? Kryokanone einweihen. Wir konnten die Technik der Frostkanonen der Rennboote entfernen. Wenn wir Gnome eines wirklich gut können, dann ist es Sachen klein machen, indem wir alles andere vergrößern. Bringt die Kanone in die Höhle und friert die Rohre ein, die wir in den Wänden installiert haben. Das wird einen guten Anstoß geben. Der Schwarmaufseher muss entfernt werden. Ah, okay. Hinten in der Höhle ist eine Art schlaues Insekt. Es scheint, es hält den Posten des Aufsehers der Selitiden inne. Meine Eiscreme schmilzt. Wie soll ich nur mein Eiscreme-Imperium erfolgreich starten und meine Vorräte sichern, wenn dieses Ding in der Höhle ist? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tja, wie wär's mit gar nicht? So, warte mal, Rohre einfrieren. Muss ich das hier draußen machen oder ist das auch innen drin? Hier draußen glitzert gar nichts. Dann habe ich gestern auch kurz mit einem gesprochen, mit einem alten Bekannten, den ich aus meiner Startzeit, glaube ich, kenne. Oder spätestens ein Ding, ein Addon später. Okay, da sind die Rohre. Da habe ich gesehen, der war dann schon 9 Stunden lang online im WoW Classic. Und dann habe ich jetzt so gefragt, ja, wie weit er denn jetzt schon ist, wie das so skaliert ist, sagt er. Stufe 13, ja, aber es ist extrem anstrengend. Ach so, warte mal, einfrieren. Es ist halt extrem anstrengend und so. Und dann sage ich, ja, das ist, ich meine, ist klar. Ist halt doch anders und das sieht man halt mal, wie verwöhnt man eigentlich jetzt schon ist. Weil allein wenn ich hier denke, ich queste hier eigentlich ganz bequem, queste alles durch und so weiter und so fort und mache halt eins nach dem anderen, brauche jetzt aber hier schon, man gut, okay, jetzt kam nur jede Folge, jeden, also in einer Woche kamen eigentlich immer nur 2 Folgen, außer jetzt auf der Hordenseite die letzten paar Male, Ich aber habe ich kein hatte am Ziel. Anfang auch mehr, gell? Ja, aber schlussendlich habe ich jetzt hier auch schon so, ich eier hier jetzt auch schon so ein ganzes Jahr rum eigentlich, von der Ausstrahlung her, vom Aufnehmen her eigentlich auch, weil ich halt, ich Ich mache muss das halt näher nur ran. hobbymäßig hier. Ich verdiene ja nichts dabei oder sonstiges. Ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht und ja. Und ja, wie gesagt, man sieht halt, man ist vom Retail-WoW total verwöhnt und ja. Aber ich finde es trotzdem toll. Und ich würde es auch noch toll finden, wenn BC rauskommen würde. Das würde ich wirklich, wirklich, wirklich toll finden. Ey, mach mich nicht krank, du Affe. Habe ich hier hinten irgendwas? Nee, gell? Nee, passt. So. Ich habe es sowieso gesehen, auf dem neuen PvE-Server habe ich mir, wollte ich mir eigentlich auch nur so vorsichtshalber ein paar Namen safen. 2 habe ich geschafft von 3. Und beim dritten habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich dachte eigentlich, dass mein Priestername Pinke nicht so begehrt ist. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass Farien eher begehrt ist. Und Farien konnte ich aber speichern. Und Hi, wie Pinke, ja, geht's? dieser Name ist nicht mehr verfügbar. Was? Okay. Musste ich ausweichen. Pech gehabt, gell? Die Rohre einfrieren. Hört ihr das, Rivana? Dieses Brummen ist das hübsche Geräusch, das von der Kühlung hervorgerufen wird. Wir werden unsere Vorräte hier unten schon sehr bald lagern können und ich danke euch. Ja, gut, bitteschön. Der Schwarmausfeher muss entfernt werden.
Großartig. Jetzt kann uns nichts mehr davon abhalten, die besten Eiscreme-Hersteller Essos zu werden. Ausgezeichnet. Hinfort. Gratuliere. So, was müssen wir denn jetzt noch machen? Sprecht mit Freiwindposten. Kann ich da hingebracht werden? Das wäre jetzt auch ganz interessant. So, wir haben jetzt noch 10 Level. Ich glaube nämlich, dass ich noch einen weiteren Charakter hier erstellen muss. Auf diesem Server. Weil ich glaube, ich komme hier normalerweise auch so ein, zwei Level drüber und beim nächsten... ja, warte mal. Ich muss erstmal zu dem hier. Hey! Hey! Freiwindposten. Hinfort, hinfort! Redet mit mir! Nee, mit dir kann ich nicht reden. Ihr aber groß! Das ist aber kacke. Jetzt muss ich da hinlaufen? Echt jetzt? Tanaris. Okay. Ist das kacke? Ist das kacke? Heldenausruf. Tanaris. Ausblenden. Brauchen wir nicht. Ah, ich habe hier eh noch 3 Geschichtsstränge. Oh, gut, okay. Es werden vielleicht doch ein paar... Ja, mal gucken. Hoppala. Mal gucken, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. So. Mich würde halt eigentlich auf den Servern immer noch interessieren, wie die Verteilung jetzt ist. Ist die jetzt hordenlastig? Ist die jetzt allianzlastig? Ich meine, mir kommt vor, dass auf beiden Servern das alles allianzlastig ist. Oh wow, was haben wir denn da im Forum? Wo kann ich denn da jetzt überhaupt hoch? Muss ich da hoch? Warte mal, wir könnten das schon mal erkunden. Schattenödnis. 50. Gefesselte Erde. Ich komme da ja... Nee, warte mal, ich muss da vorbei, gell? Ich muss hier irgendwo normalerweise hochkommen. Aber jetzt sehe ich gerade, wir haben ja hier von den... Lass euch in Ruhe. Hier, Classic. WoW Classic Allgemeines. WoW Classic Klassen, Berufe, Spieler, Gilden, solche Archiv. Archiviert. WoW Classic Allgemeines. Was ist das denn? So. Kommen wir hier irgendwo hoch? Das schaut mir aus, als würde es hier anfangen. Ja, da ist auch die Quest. Also müsste ich ja irgendwo hier hochkommen. Genau. So. Ishnu Allah. Talia, Bärenhaut. Hm. Den Fernwindposten befreien. Ich bin froh, dass Fitzel euch endlich hergeschickt hat. Wir helfen den Tauern dabei, den Freiwindposten zurückzuerobern und die Grimm-Totems zu verdrängen. Ausgezeichnet. Grimm-Totems im Freiwindposten. Die Reise, die vor uns liegt, beginnt damit, dass ihr alle Eindringlinge der Grimm-Totems im Freiwindposten tötet. Wenn ihr sie hier nicht aufhalten könnt, werden wir nicht in der Lage sein, bis zu ihrem Territorium vorzudringen. Die Göttin schützt. Das werden wir schon schaffen, würde ich sagen, oder? Hier? Oh, da haben wir noch was. Ich bin geehrt. Ja, ich bin geehrt. Rettet die Schildwache. Brenna wedelt mit einer Notiz die Markierungen in Taurahe aufweist. Diese Monster haben eine unserer Schildwachen gefangen. Sie drohen damit, sie zu töten, wenn wir uns nicht zurückziehen. Wir verhandeln nicht mit feigen Bestien. Bitte, Schurken, könnt ihr versuchen, die Schildwache zu retten, bevor es zu spät ist? Die Göttin schütze euch. Ich tue, was ich kann, ganz ehrlich. So, jetzt hauen wir dir erstmal die Fresse ein. Ja. Sehr vornehm ausgedrückt, ja. Aha, ich kann die nicht mehr looten. Wollt ihr mich verarschen? Mann. Ja, wo ist die Schildwache?
Wer kann mir eventuell uns Everlock Fratzorfen? Aha, Kunkenkerze, Liebe zum Detail. Okay, das sind die alten Forum-Einträge, muss ich sagen. Okay. Das werde ich mir dann später mal durchlesen. Ich muss zuerst etwas Vielleicht anvisieren. Ist ja das ein oder andere Interessante noch dabei. Hier. Sechs Stück. Wo ist denn die Schildwache? Au. Hör auf, mich zu betäuben. Achso, warte mal. Ach Gott. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ja. Aha, da ist eh noch eine Aufgabe. Sehe ich gerade. Aha, die Schildwache ist da oben zu befreien. Wir haben hier eh noch einige auf Lager hier. Das heißt, wir werden eh mehrere Grimm-Totems hier kaputt machen müssen. Au! Oida, echt jetzt? So, okay. Dich muss ich auf alle Fälle töten. Ah, ich muss nicht alle töten. Oh, nein! Ein toter Taure, Wissenshüter, Monta. Oje. Das ist ja voll uncool. Ich muss näher ran. Das Horn des Verräters. Hier liegt der gebrochene Leichnam von Monta, dem Bewahrer der Lehren des Freiwindpostens. Der Körper des alten Tauren ist gebrochen und in einer Pfütze seines eigenen Blutes. Blutspuren führen zurück zum Gasthaus. Aha, das ist da drüben, gell? So, warte mal, du bist zu befreien, gell? Eindringling der Grimm-Totems, ja. Betäub mich nur so viel du willst, das ist mir jetzt egal. Du stirbst. So, dich befreien wir. Passt. Ishuala, Schurkin, möge das Schicksal euch hold sein. Aha. So. Der Gastwirt ist auch dezent im Arsch. Au. Alter, echt jetzt? So, komm schon. Ach, den kann ich looten. Okay, alle anderen kann ich nicht looten. Das ist ja kacke. Naja, gut. Das hätten wir jetzt mal erledigt. Dann müssen wir hier schleunigst zurück. Warte mal. Oh. Kann ich... Oh! Nein, 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 nein! Scheiße. Naja, wenigstens ist der Friedhof nicht allzu weit weg. Ah, super. Super. Jetzt kann ich wieder darüber reiten. Ja. Naja, gut, der Weg ist nicht allzu weit, gell? So. Elun sei mit euch. Das Horn des Verräters. Was ist das, Schurkin? Ein Verräter unter den Tauren? Von so etwas habe ich noch nie etwas gehört. Rivalitäten und Kriege zwischen den Clans sind eine Sache, aber das kaltblütige Töten eines Verbündeten ist etwas anderes. Quentin schüttelt ungläubig seinen Kopf. Eieieiei. Grimm-Totems im Freiwindposten. Bei dieser Aufgabe kann man wirklich nur grimmig reinschauen. Quentin hustet. Nein, das war nicht witzig gemeint. Viel Glück. Tja, dann? Friede sei mit euch. Rettet die Schildwache. Danke, dass ihr sie befreit habt, Rivana. Die Monster der Grimm-Totems hätten sie sicherlich kaltblütig getötet. Wieder vereint. Wir haben uns darum gekümmert, die Schildwache zu heilen und neu auszustatten. Ich habe sie bereits wieder zum Einsatz geschickt. Geht zurück zu nach Düserwolkengipfel. Sie wird euch dort treffen. Geht in Frieden. Okay, das heißt, ich muss jetzt nochmal durch. Ja.
schnell vorbeireiten. Ganz, ganz schnell vorbeireiten. Bevor wir wieder... So, warte mal. Hier ist irgendwo ein Fragezeichen. Angeblich. Hä, muss ich die jetzt zuerst töten oder was? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ah, da ist ja. Ich brauche ein Ziel. Ist was? Da seid ihr wieder, Schurkin. Ja, hier bin ich wieder. Wieder vereint. Schön, euch wiederzusehen, Rivana. Lasst uns den Grimm-Totems Angst vor der Göttin einjagen. Okay. Level up. Keine Waffen für Grimm-Totems. Nun gut, diese Feiglinge wollen kämpfen. Mal sehen, wie sie das ohne jegliche Waffen anstellen wollen. Ihr habt doch sicherlich eine Fackel oder etwas in der Art. Mal gucken. Brennt ihre Waffenregale nieder. Brennt sie alle nieder. Passt. Grimm-Totems in Düsterwolkengipfel. Es geht nicht anders. Wenn man einen Kampf gewinnen will, muss Blut vergossen werden. Und in diesem Fall viel Blut. Ihr wisst, was zu tun ist. Häuptlinge der Grimm-Totems, Isha Düsteraxt. Grundlagen der Schildwachenausbildung. Wenn der Anführer ausgelöscht ist, wird der Rest der Streitmacht bald zerfallen. Und genau das werden wir tun, Schurkin. Isha Düsteraxt ist von der den Häuptlingen der Grimm-Totems am wenigsten weit entfernt. Mal sehen, ob wir es mit ihr aufnehmen können. Lebt ich kann's mit allen aufnehmen. Ich kann's mit allen aufnehmen. Okay, das wird jetzt eventuell etwas zu viel, gell? Nicht, wir machen das schon, gell? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Da hast du schon deine Anvisierung. Wir schaffen das. Mit links, mit links, mit links oder auch mit rechts. Mal gucken. Warte mal, das hier. Okay, wir müssen die hier machen. In Brand stecken. Ah. Alter, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Ich habe kein Ziel. Das kann ich nicht angreifen. Ich habe kein Ziel. Das kann ich nicht angreifen. Ja, ja, ja. Ausrede, verlass mich nicht, gell? Ausrede, verlass mich nicht. So. Lava-Eruption. Ist schon klar, Mädel. Ich bin außer Reichweite. Oh, wow. Uah. Ich glaube, das sollte ich öfters machen. Da mache ich, glaube ich, mehr Schaden, oder? So, was haben wir denn hier? Die Rassel der Knochen. Eine Rassel der Tauren liegt hier und strahlt übernatürliche Macht aus. Ohne seine Hüter ist das Artefakt ungeschützt. Vielleicht kann die Schildwache uns Einblicke in seine Bedeutung geben. Mal gucken. Hallo. Oh. Folgt. Das ist die sagenhafte Rassel des Knochen. Aha, okay. Warte mal. Die Göttin schütze euch. Muss ich jetzt wirklich folgen? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ich bin geehrt. Es ist also wahr, aber was macht sie hier? Wenn die Rassel hier ist, bedeutet das, dass auch die Niederschrift und die Trommeln in der Nähe sein müssen. Vielleicht gibt es eine Verbindung zwischen der Rassel und der Windnatter, die eben erschienen ist. Ich habe eine Ahnung, was es mit dieser Kreatur auf sich haben könnte. Okay. Oh, wow.
Niederschrift der Geschichte. In der Mythologie der Schuhalo ist die Rassel der Knochen eng mit der Niederschrift der Geschichte und den Trommeln des Krieges verknüpft. Es handelt sich dabei anscheinend um wertvolle Artefakte der Tauren. Wir müssen unsere Augen offen halten, wenn wir die anderen zwei Artefakte finden wollen. Wenn man den Geschichten Glauben schenken will, sieht die Niederschrift wohl aus wie eine Schriftrolle mit Piktogrammen. Die Trommeln des Krieges. Was auch immer die Grimm-Totems mit diesen Trommeln des Krieges machen. Wir wollen nicht, dass sie noch länger in ihrem Besitz bleiben. Sorgt euch nicht, Rivana. Wir werden eine Lösung finden. Zuerst müssen wir aber alle Teile des Rätsels erlangen. Okay. Folgt, habe ich weise gewählt. Keine Ahnung, ob du weise gewählt hast. Ja, ich werde hier jetzt erstmal einen kurzen Cut einlegen. Wir sehen uns dann direkt in der nächsten Folge wieder, wo es hier direkt weitergeht mit Isha Düsteraxt. Bis dahin sage ich aber erstmal ciao, ciao und noch einen schönen Tag. Baba.